Auf in den Norden heißt das neue Szenario von mir, über das wir jetzt ein Video, über das ich jetzt ein Video mache, und dazu begrüße ich euch recht herzlich. Wir sind hier im Train Simulator Classic und fahren auf dem neuen Teil Nordbahn Phase 2, das es ja schon einige Zeit gibt. Wir fahren einen Wiesel Steuerwagen mit einem Originalzug und möge der Spaß beginnen. Müsste gleich soweit sein. Ja, wir fahren den 2346 nach Bernhardsthal, übernehmen den Zug in Meidling von einem Kollegen, der von Bayerbach-Reichenau gekommen ist. Lassen wir die Fahrgäste einsteigen. Scrollen wir uns jetzt einmal zu dem Zug. So schaut das Ganze aus. Da ist der Kollege. Er verabschiedet sich noch von uns. Und wir lassen einmal die Fahrgäste einsteigen. Richten uns alles her. Instrumentenbeleuchtung, Führerstandsbeleuchtung. Hauptschalter ist da, dann brauchen wir die Lichter. Dann werden wir die Siefer ausschalten, damit wir ein bisschen uns die Strecke anschauen können. Wie gesagt, die neue Nordbahn. So, und den V-Soll-Steller, den stellen wir auf 40. Weil wir da sicher Wechselblinken haben bei der Ausfahrt. Ja, wie ihr seht, da jede Menge Verkehr in Wien-Meidling. Das Szenario wurde von mir erstellt, und zwar kurz nachdem die Nordbahn Phase 2 Linie erschienen ist, habe ich sie mir geleistet, habe begonnen, dieses Szenario zu erstellen. Und dann kam ein Krankenhausaufenthalt dazwischen. Ich weiß, es gibt jetzt unzählige Szenarien, sogar Szenarienpakete mit mehreren Szenarien drinnen, die wirklich auch toll gemacht sind. Ich habe da schon Videos dazu gesehen, aber es war eben schon fast fertig und ich habe es vorgestern vollendet. Wäre schade drum. Ich denke, es ist vielleicht ein bisschen anders. Wie gesagt, wir können loslegen. Ja. So, wir fahren jetzt los in Wien-Meidling. Nächster Halt ist Wien Hauptbahnhof. Wechselblinken. Ich finde das Szenario mehr als gelungen, wirklich. Es ist so authentisch, es ist toll gemacht. Jedes Gebäude, wie es hier steht, existiert auch in Wirklichkeit. Was mir etwas weniger gefällt, ist, dass in der Hut hier unten und in der Realität die Nächster Halt, Next Stop, Wien, Massersdorfer Platz. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Die Geschwindigkeitsanzeigen nicht zueinander passen. Bestes Beispiel ist dann, jetzt fahren wir Massersdorfer Platz. Entschuldigung, war hier dumm mit Meidling, mit Hauptbahnhof, war hier dumm so. Nächster Halt ist Massersdorfer Platz. Fahrbahn ist ein bisschen eng bemessen, das ist der Originalfahrplan. Und dieses Szenario gibt es im Railwerks Austria Forum unter den Downloads zum Runterladen. Was ihr dazu braucht, das gibt es dann alles in der Beschreibung dazu. Ich werde auch in der Videobeschreibung das alles unten verlinken.
Steuerwagen lässt sich sehr gut fahren. Neben uns eine Verschubgarnitur, die einen Zug in Wien Süd bereitstellt oder Wien Hauptbahnhof bereitstellt, besser gesagt. Mit den alten Begriffen, das ist nur, das dauert, wird noch ein bisschen dauern. Südbahnhof, Ostbahnhof, das waren immer halt die Bahnhöfe, die mich in meiner ganzen Zeit begleitet haben. Jetzt gibt es einen Hauptbahnhof, den Westbahnhof gibt es aber trotzdem noch, also irgendwie, ja. So, was sagt der Fahrplan? Noch sind wir im Plan. Das wird im Laufe der Fahrt vielleicht ein bisschen enger werden. Weil wir ja teilweise sehr kurze Halte haben. Aber wir werden es dann wieder aufholen, sofern wir nicht irgendwie eine Zwangsbremsung bekommen. Nächster Halt, Next Stop, Wien Hauptbahnhof, S-Bahnhof 1. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Der fährt da durch die Halle durch, das sollte auch nicht sein. Die ist natürlich im Gleisplan nicht eingezeichnet, dass da eine Halle ist, aber bitte, was soll's. So, was ich vorher ansprach, der 70er sollte hier beginnen und ist aber schon jetzt kurz vor der Weiche, die wir so eben passiert haben, waren schon die 70, ja. Das ist da auf mehreren Stellen so. Vielleicht bitte an den Entwickler. Vielleicht können wir da ein bisschen nachbessern. Es ist auch bei der Ausfahrt in Floridsdorf so, dass der 100er auf der Tafel ist, also auf der Strecke ist eine Tafel und in der Hart ist noch immer die 60. Ja. So, aufpassen, dass wir nicht über unser Ziel hinausschießen. Ich bin schon viel zu weit vorne, aber bitte. Solange wir uns am Bahnsteig bewegen. So, jetzt werden wir die Bremse mal gleich ein bisschen lösen, damit man nicht so lang steht da. Wir brauchen keine 3,5 Bar. Südtiroler Platz, glaube ich, mit 30. Wie gesagt, Originalfahrplan. Stellen wir den Vorsolgeber gleich auf 70. Es wird dann eh weniger werden, wie ich glaube. Ja, liebe Fahrgäste, bitte rasch ein- und aussteigen. Quartier Belvedere. Zurückfahren. Ein Lokzug mit der Bundeswehr aus. Nächster Halt, Next Stop, Wien Quartier Belvedere. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Thank you.
Rechner habe. Abfahrt 16.31 Uhr. Ja, es ist auch noch im Rahmen. Wie gesagt, der Fokus geht hier auf Sicherheit und fahrgastfreundliches Fahren. Dann, danach kommt erst der Fahrplan. Ah, wir haben jetzt ganz gelöst. Ne? Gott sei Dank sind wir nicht davon gerollt. So, Wien-Rennweg. Ich glaube, da haben wir das nächste Spielchen mit der Geschwindigkeit. Da haben wir irgendwo vorher, glaube ich, 50. Dann 40, die nur auf der Strecke angegeben sind, nicht in der Hard. So, da haben wir dann einmal 60. Die stellen wir uns ein. Im Vorfeld schon. Nächster Halt, Next Stop, Wien-Rheinweg. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mind the gap. Wirklich so wie in der Realität. Die Strecke ist total realistisch. So, jetzt zu dem 60er. Hier haben wir die Tafel und da sollte er erst kommen. So, ihr seht 60 und dann ist da nichts. Okay. Und jetzt schauen wir mal. Ich glaube, ja. Da haben wir plötzlich einen 40er, der auch jetzt gleich wirksam wird. Also das haut nicht ganz hin. Ich bleibe jetzt auf der Geschwindigkeit, weil ich bremse jetzt nicht so schnell, außerdem sind wir hier auf 41. So, Wien-Rennweg. Wo kommt der her? Ist auch gut, ja? Kommt aus dem Tunnel. So ein Schlückchen von meinem braunen Getränk. Kaltgetränk. Nächster Halt, Next Stop, Wien-Mitte, Landstraße 3, 4, City Airport Train. Zuckerfrei natürlich. Richtung links. Wien-Mitte, da haben wir 50, ich werde jetzt beinhart mit der AFB, mit dem Vorsorggeber runterbremsen. Der dürfte halbwegs passen. Nein, ja, oh ja. Nein, der hat auch schon vorher da schon geschrien, Geschwindigkeitsüberschreitung. Es nervt ein bisschen. Man, wobei die Strecke echt toll ist, da gibt es keine Kritik von mir. Echt gut gemacht, realistisch bis zum geht nicht mehr.
Aber wie gesagt, das kann man sicher nachbessern, vielleicht irgendwann einmal, vielleicht zusammen mit den ganzen Bahnübergängen auf der Nordbahn, die ja alle neu gemacht werden, beziehungsweise verschwinden. Kann man vielleicht ein Update rausgeben für Phase 1 und 2. Weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die Nordbahn wird ja teilweise zumindest, also in Richtung Gensandorf, auf eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h ausgebaut. Und im Zuge dessen werden alle Schranken und Bahnübergänge aufgelassen und durch Unterführungen oder Überführungen ersetzt. Und zum Beispiel in Deutschwagheim ist man schon fest bei der Arbeit. Der Übergang ist schon, ich würde mal sagen, zu 75-80% fertig. Und so wird es auch mit einigen anderen passieren. Wie weit diese Erweiterung auf 160 km/h geht, kann ich jetzt momentan nicht sagen. Aber ich denke mal halt, dass das bis rauf zur Grenze gehen wird. Weil sonst hätte die ganze Geschichte keinen Sinn. Das ist die KET-Station, der KET seine Hin- und Anfangsstelle hat. Flughafen City Airport drin. So, wir fahren jetzt durch den dritten Bezirk. Nächster Halt, Next Stop, Wien-Praterstern U1, U2. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Sehr geehrte Fahrgäste, wir bitten Sie, ungenützte Sitzplätze von Taschen oder Jacken freizuhalten, damit auch neu zugestiegene Reisende einen Platz finden. Vielen Dank für Ihre Rücksichtnahme. Wir überqueren den Donaukanal jetzt. Also jetzt noch im dritten, nach dem Donaukanal in dem zweiten. Und da sehen wir schon das Wiener Riesenrad. Ein Blick auf die Brücke, Donaukanal. Zweiter Bezirk. So, da werden dann 60er mittels Streckentafel, aber wir haben noch immer die 50. Ja, es ist komisch irgendwie mit den Geschwindigkeiten. Aber jetzt bauen wir eh nicht beschleunigen, jetzt käme der 60er. So, wie Nordpraterstern. U1, U2 fährt hier. So, schauen wir mal raus. Bahnhof Praterstern, auch schon neue Version umgebaut. Ich glaube, als Kind, das war ein Durchgangsbahnhof und auch ein Kopfbahnhof. In der Mitte waren, glaube ich, zwei Gleise oder drei Gleise, die hier endeten. Gleisverkehr, hier ist die Lasallestraße, da geht es zur Rijksbrücke nach hinten. Ja, und wir setzen uns wieder an den Führerstand und müssen natürlich weiterarbeiten. Wir haben keine Zeit, hier zu spazieren zu gehen. Wann kämen wir weg? Mit 41, glaube ich, nein, oder? Ja. Schon langsam geht in den Fahrplan auch schon auswendig. Ja, ich musste ein paar Mal schon durchfahren, schauen, ob das alles passt mit dem KI-Verkehr und so. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dran. Würde mich natürlich sehr freuen. Wobei ich sagen muss, also Spaß macht mir eigentlich das Erstellen von Szenarien.
Das macht echt Spaß. Das ist ein bisschen eine Hirnarbeit auch, weil ich schaue, dass ich da so genau wie möglich auch, dass die KI-Züge am richtigen Ort auftauchen, was ja immer wieder bei dem Train-Simulator eine Herausforderung ist. So, wir kommen in die Traisengasse, Unfallkrankenhaus. Lorenz Böhler hat es einmal geheißen. Ich glaube, das heißt nicht mehr so. Es ist aber noch immer ein Unfallkrankenhaus. Nur früher war es Böhler, UKA 20, glaube ich, heißt jetzt. Im 20. Bezirk natürlich. Nächster Halt, Next Stop, Wien-Traisengasse. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wird angeblich, was ich gehört habe von den Kollegen im Forum, beziehungsweise in einer Videobeschreibung nicht mehr angesagt, das Krankenhaus. Und hin und wieder muss ich auch Ulti-Lok einbauen, weil diese Lokomotiven waren, das war meine Jugend, das waren 1042, 1010, die schönsten Dinger, die es je gab. Die hat man auch von weitem schon erkannt. Mit den modernen Loks ist es so wie mit den Autos. Wir sind da viel zu langsam unterwegs. Wir können auf 80 auf. Irgendwie schauen die Autos jetzt auch alle gleich aus, finde ich. Früher hat jedes Auto ein eigenes Gesicht gehabt. Das gewusst, das ist ein Renault, ein Mercedes und und alles, was da gegeben hat. Und jetzt können wir uns sputen. Wir haben ein bisschen mehr Luft rein auslassen, weil sonst schießen wir übers Ziel hinaus. Aber der bremst ist super, der bremst echt gut. Wo ich schon einmal es mir gelungen ist, da ein bisschen weiter. Na komm, ein Stück genau. Ein bisschen weiter auszuschießen. Ja. Ja, so haben wir den Salat. Jetzt haben wir den Salat. Peinlich, peinlich. Was so ist passiert? Sehr geehrte Fahrgäste, bitte benutzen Sie die hintere Tür des Steuerwagens zum Aussteigen. Ja, benutzen Sie nicht den Steuerwagen. Gehen Sie in den zweiten Wagen, wenn Sie aussteigen wollen, so auf den Ort. Oh, da ist ein Taster jetzt aktiv. Au! Wieso ist da jetzt ein Taster aktiv? Mit einer Notbremsung vielleicht. Wenn wir sicherheitshalber auf 40 runtergehen. Ah, jetzt ist er weg. Okay. Gut, jetzt werden wir ja ein bisschen stehen, bis die Bremse sich gelöst hat. Nächster Halt, ja. Next Stop, Wien Handelskei, S-Bahn U6. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, das passiert hier leider nach Zeit. Und zwar ist das, eigentlich sollte das nach der Abfahrt sein, beziehungsweise nach der Freigabe, glaube ich, ist das bemessen. So, Handelskei. 20. Wiener Gemeindebezirk. Handelskei, deswegen Kei, weil er natürlich an der Donau liegt. Ab 46, naja, das schaffen wir. Also so ein kurzer Aufenthalt alles verzögern kann,
ist unglaublich. Dabei bremst er eh so schön. Ne? So. Vor uns die Donau. Dahinter haben wir ein Schulschiff. Das ist eine schwimmende Schule, die aber fix verankert ist. Und das Kastel da hinten ist der Turnsaal. Dann neben uns fährt die U-Bahnlinie U6. Dann haben wir da unten die Donauuferbahn und die Brigittenauer Brücke, eine Autobrücke. Und wir können loslegen. So, jetzt bin ich neugierig, ob es mir wieder zaubert. Jetzt fahren wir über die ehemalige Station Strandbäder. Die wurde aber vor einigen Jahren aufgelassen, warum auch immer. Weil es auf der U6 gibt es eine Station, die heißt Neue Donau, heißt die Station, genau. Nächster Halt, Next Stop, Wien Floridsdorf, S-Bahn U6. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, da haben wir einen 60er. Da hat es mich nämlich erwischt. Dann kommt, dann kommt ein Hauptsignal mit 60 und noch ein Vorsignal mit 60. Und da hat es mich schon mehrmals erwischt mit einer Zwangsbremsung. Ich habe den Voranzeiger oder Nachahmer oder wie immer das auch heißt. So, ich glaube, ein bisschen rauf kann man gehen mit dem Tempo. Vielleicht einen Fehler gemacht, indem ich zu lange gedrückt habe, die Aufmerksamkeitstaste. Okay. Ah, jetzt dürfte nichts sein. Gut, das hat man mal erledigt. So, Floridsdorf. Mit 50 ab, ja, wird sie auch nicht mehr ausgehen, aber wie gesagt, wir haben ja noch viele, viele Kilometer. Der Kollege fährt auch ein. Servus du. Und wir rollen ein. Beschleunigen und bremsen ist nicht sehr fahrgastfreundlich und natürlich auch nicht sehr materialschonend. Außerdem haben wir nur das Wechselblinken und der BZB. Ja, in der Ruhe liegt die Kraft, gell, sagt man. So, nachdem wir hier nicht abgelöst sind, abgelöst werden, fahren wir natürlich weiter. Das Wechselblinken blinkt wie Zeitbomben. Was habe ich jetzt gesagt? 50, ne? Wir sollten schon unterwegs sein. Aber ja, habe ich schon.
So, los geht's. Dann haben wir bei die 40. Wir in Österreich dürfen uns ja nicht befreien aus dem restriktiven Modus. Das wäre eigentlich jetzt gut, aber was soll's. So, da haben wir wieder so ein Beispiel. Ja. Da haben wir, dürften wir ab hier 100 fahren. Nächster Halt, und hier sind immer noch die 60. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Und hier von den 100 überhaupt keine Spur, der kommt dann erst irgendwann später. Aber das Wechselblinken sollte sich jetzt beruhigen. Oder auch nicht. Jetzt ist weg, genau. Wir gehen auf 60. Jetzt gehen wir gleich auf 100, weil mir ist jetzt wurscht, wirklich. Kannst ruhig schreien, Geschwindigkeitsüberschreitung. Auf der Tafel steht 100 und was auf der Tafel steht, zählt. Jetzt haben wir natürlich durch diese ganze Verzögerung diesen schönen Zug, den ich da oben auf der Hochbahn eingebaut habe, fast verpasst. Ja, passt ja eh, bitte. Bumm, 3,5 Bar. Fast 4 Bar. Ja, schade, da war es auf schöner Zug mit Autos drauf, aber wir sehen ihn ja noch. Er ist ja nicht weg, er ist ja nicht verschwunden, sondern er wird jetzt in Leopoldau stehen, vor einem haltzeigenden Signal.
das Geräusch eigentlich so super, wenn dieser Kesselzug da vorbeirollt und das Klappern und bremst stark ab und rollt dann langsam weiter, um dann wieder zu beschleunigen, also ist schon toll. Ne? Und da rechts haben wir den Zug, den wir am Viadukt oben leider nicht mehr gesehen haben. So, jetzt geht es durch bis Strasshof. Dieser Zug hält nicht überall. Ab Gänserdorf dann auch nicht. Na, da fährt er auch einige Stationen durch, also die kleineren. Angern, glaube ich, und Drösig, Dürgut. Aber jetzt müsste nach Süßenbrunn kommen. Wenn wir die Kollegen im Stellwerk begrüßen. Damit da keiner hinter dem Zug läuft, die Gleise überquert. Nicht so gut gefällt, sind diese Kameraansichten auf der Taste 4, weil die sind eigentlich nur immer von oben, obwohl es hier eigentlich flach wäre. Man könnte das Ding ja irgendwie anders positionieren, aber ja, offensichtlich nicht. Na, immer von oben, also ganz selten, dass einmal von der Seite neben dem Gleis ist. Sollte Deutsch-Wagram kommen. Und auch dieser Bahnübergang, wo ich vorhin darüber gesprochen habe, dass der demnächst aufgelassen wird. Es fährt dann ein Auto drüber. Ja, dieser. Und da kommt dann eine Unterführung, die wird dann irgendwo da daneben, glaube ich, gebaut. Schwagam, geschichtsträchtiger Boden, erste Dampfeisenbahn in Österreich, fuhr von Floridsdorf nach Deutsch-Wagram. Schlacht am Wagram, Napoleon und Herzherzog Karl. Gibt es ein kleines Heimat- und Napoleon-Museum und auch ein kleines, aber feines Eisenbahnmuseum. Strasshof.
ein weitaus größeres Eisenbahnmuseum mit Fahrzeugen, auch live anzusehen. Die werden angeheizt, die Dampfloks, da gibt es Dampfbetriebstage. Dann gibt es eine Gartenbahn, eine LGB-Gartenbahn und etliche Attraktionen. Eisenbahnmuseum Heizhaus heißt das in Strasshof. Können Sie mal schauen im Internet. Ist absolut sehenswert. War dort 2 Jahre lang der Presseverantwortliche. Ein lebendiges Museum sozusagen, Buffetwagen, alles da, was es gibt. Auch Buchmaterial in Hülle und Fülle, Souvenirs. So, ich muss jetzt schauen, das ist die Station Helmerhof. Das ist ein Teil, das gehört noch zu Deutsch-Wagram. Dort ist diese Helmerhof-Siedlung, nennt man die. Und die nächste wäre dann Strasshof. Falls ich nicht vergesse, werde ich euch zeigen, wo die Gleise nach ins Museum sind. Nächster Halt, Next Stop, Strasbourg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, wenn wir mal da noch Leistung rausnehmen. Strasshof war einst in der Nachkriegszeit einer der größten Güterbahnhöfe, Umschlagplätze und Heizhaus und alles. Also in ganz Österreich das Wahrzeichen der Gemeinde, der Marktgemeinde, ist eine 52er Dampflok, die an der Hauptstraße steht, weil das ist Strasshof, auch eine der längsten Gemeinden Österreich mit 7,5 Kilometern Länge. Ja, und von dem ganzen Prunk von früher ist heute nicht mehr so viel zu sehen. Aus der Zugförderung damals wurde das Eisenbahnmuseum, das auch noch öfter Schauplatz ist von alten Filmen und so. Gibt es ein Verbindungsgleis, wir werden uns dann kurz in die Luft beamen, damit wir da reinsehen. Aber es ist halt leider im Simulator, ist es nicht so dargestellt, wie es in Wirklichkeit ist. Beziehungsweise ein bisschen unvollständig, sage ich mal. Aber mich fragt man ja nicht, wenn man sowas bauen will. So, Strasshof an der Nordbahn. Was sagt der Fahrplan? Ich rede und rede, 17.05, 17.06 Abfahrt. Naja, wir sind schon wieder fast planmäßig. Ein paar Sekunden, aber schätze gar nicht noch, sagt der Tscheche. Egal, sagt man bei uns. So, der nächste Stopp wäre dann in Gänserndorf, in der Bezirkshauptstadt. Bezirk Gänserndorf. Würde es jetzt da über dieses Gleis gehen?
zwar hier in das Museumsgelände. Hier sind auch Sonderfahrten über das ganze Gelände hinweg alte Fahrzeuge abgestellt, also hier auf dem Gleis. Also. Alter Wasserturm. Und seit hier überall alte Personen waren, alte Lokomotiven. Und hier das ehemalige Heizhaus. So, das ist die Station Silberwald, wo man eben zum Heizhaus umsteigen kann. Straßhof wäre ein bisschen sehr weit weg. Dieser Triebwagen macht echt Spaß, geht ganz toll zu fahren, reagiert sofort auf jede kleinste Eingabe, wirklich toll. Wir nähern uns Gänserdorf. Ja, bevor ich es vergesse, natürlich, ich möchte mich natürlich bedanken bei all meinen Abonnenten, die mich auch vor kurzem erst abonniert haben, und bedanke mich für euer Interesse. Ich freue mich immer, wenn euch die Videos gefallen. Ich mache das ja alles freiwillig. Ich bekomme auch nicht so wie andere Strecken zur Verfügung gestellt zum Testen. Und meine Meinung ist ehrlich gesagt ohne irgendwelche Beeinflussungen. Ich sage so, wie ich es empfinde. Nur Meinungen sind halt auch relativ. Nicht? Was mir nicht gefällt, kann einem anderen gefallen und auch umgekehrt. Aber wie gesagt, das ist alles, aber ich bin nicht von irgendeiner Firma abhängig. Was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite muss ich mir jedes Drum selber kaufen. Was natürlich auch manchmal ganz schön ins Geld geht. Ich möchte gar nicht nachrechnen, was ich für den Train-Simulator alles schon jetzt ausgegeben habe. So, Gänserndorf. Ja, auch hier alles so wie in der Realität. Das Bahnhofsgebäude, Park & Ride Gebäude. Was macht der Fahrplan? 17.12 Uhr Abfahrt. Naja, pünktlicher geht's nicht mehr. Wie gesagt, das ganze Szenario und alles, was ihr dazu braucht, im Railworks Austria Forum zum Download. Und nachdem ich mir jetzt auch von RSLO jedes Mal verhaspeln mit den 4020 runtergeladen habe, glaube ich, so ein Bauchgefühl, wird es bald wieder ein Szenario auf der Wiener Schnellbahn geben. Weil der gefällt mir wesentlich besser wie der von Steam.
Ich darf schauen, wenn ich ein bisschen Zeit habe, im Vorhinein diese ganzen Ansagen schon programmieren mit der Seite, mit dem Ausstieg, dass er dann nochmal immer die richtige Einführung braucht. Weil bei diesem Szenario musste ich jede Ansage mühsam zusammenschneiden. Also, was jemand jetzt gesagt hat, nächster Halt Wien Mitte. Und dann habe ich irgendwo rauskopiert, Ausstieg links oder Ausstieg rechts, und habe das dann reinkopiert, habe es auch gespeichert. Also das war schon ein bisschen mühevoll. Aber ja, Szenarien machen Spaß. Mir machen es einfach Spaß. Leider bin ich im Streckenbau nicht so bewandert, würde mich auch sehr interessieren. Ich habe im EEB habe ich viele Strecken gebaut. Aber da ist halt das Bauen macht dann Spaß. Wenn eine Stadt und so entsteht, ist das schon schön. Und auch das ganze Umfeld, ja, aber da gehen Stunden drauf und auch Geld, weil da musst du ja auch jedes da irgendwas kaufen. Es ist ein bisschen was in der Grunderstattung, aber ja, an und für sich, alles was ein bisschen drüber hinausgeht, kostet schon. Und hier kannst du halt selber fahren. Du kannst zwar im EEB auch mit einigen wenigen Fahrzeugen selbst fahren, aber das kann man mit dem Train Simulator nicht vergleichen. Und ich finde manche Strecken, so wie das jetzt die Nordbahn da, oder was mir echt gut gefällt, ist das Köblitzer Bergland oder der Brennitzer Linienstern, der wieder allerdings den Nachteil hat, für Szenarien ist der nicht so gut zu brauchen. Diese sternförmige Struktur ist ein bisschen kompliziert für die Lenkung der Züge, so geht es einmal. Und, aber von der Grafik her gewaltig, ja, also mit den ganzen Geräuschen, wenn man durchs Tunnel fährt, das Horn, das Halt und alles, also das ist schon Wahnsinn, ne? Das ist schon toll. Ich muss jetzt aufpassen, dass wir sie nicht verbremsen. Nein, wir haben noch über 4 Kilometer nach Angern an der Mach. Von Angern, von der Hauptstraße, wenn man dann von Wien kommend rechts abbiegt, fährt man ein Stück so in die Au hinein und da ist ein kleines Café und dann ist die Fähre nach Zahonkawes, glaube ich heißt das. Das ist dann schon in Tschechien, eine kleine Stadt in Tschechien. Ich habe es noch nicht geschafft, selber rüberzufahren, aber ich bin oft beruflich in Angeln und demnächst werde ich mal darüber fahren, sobald es mir jetzt besser geht. Nach dem Krankenhausaufenthalt bin ich noch etwas, ja, ein bisschen matt, sagen wir so. Es wird aber wieder, also bin sehr zuversichtlich. Angeln an der Mach, ja. Gab es 2006 ein riesiges Hochwasser. Da war ich auch damals draußen. Kreisanlagen, Angern, Dürrgut, waren alles überflutet, alles. Unterspült, Häuser, unzählige Häuser damals kaputt geworden. Da hat es bei dem einen das aus dem Kellertank das Heizöl rausgedrückt und ganz Häuser in der Gegend waren voll verklebt mit Heizöl. Aber schlimm, damals haben einige Menschen ihre Existenz verloren. Aber mittlerweile hat die Politik reagiert und einen Damm erweitert, damit das nicht noch einmal vorkommen kann. So, wir sind in Angern. Ah, Railjet. CD Railjet mit der tschechischen Taurus. G
Ceske Drahi. Ja, schönes Teil. Aus einer Stille vorfahren, dann war es ja schon ins Foto, wo nichts einig wird. So, was sagt der Fahrplan? 18 ist Abfahrt. Hat er doch den Bügel abgenommen? Ich hätte mich jetzt gewundert. Ja, vielleicht ein Dieselmotor auch, weiß man nicht. Guti. Man löse die Bremse. Los geht's. Nächster Halt ist Dürngrut. Auch Dürngrut an der Mach, sagt man. Hangern an der Mach. Ja, ich weiß nicht, früher war das bei den Ansagen dabei. Weiß ich nicht, warum das jetzt nicht mehr so ist. Schon Videos gemacht im Tram-Sinn, wie in einem Straßenbahn-Simulator. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie die das mit dem Spiel gelöst haben, aber ich finde das genial. Da ist wirklich das, was im Spiel ist, kann man sehen durch den Spiegel. Also, ist ja Wahnsinn. Ja? Ja, diese Dinger werden immer realitätsgetreuer, immer besser. Ich bin auch von dem Tram-Simulator begeistert und jedes Mal verspreche ich, dass ich ein Video mache. Aber es tut sich nicht viel damit. Also es gibt nur diese drei Linien und das war's dann. Man ist schon langsam was Zeit für eine neue Linie. Wobei ich jetzt sicher demnächst noch was machen muss. Man dachte vielleicht so eine Sonderzug-Geschichte, wo man ein bisschen auf der einen Linie, ein bisschen auf der anderen Linie fährt. Vom Bahnhof weg und so. Ja. Schauen wir mal. So, wir können in Kürze dann auf 140 beschleunigen. Dann lassen wir den Hebel vorne.
genau. Ja, beim 140er ist immer gut, also das ist die Länge, 140 Meter, das ist bei dieser Zuglänge, müsste das passen. Um 25 fahren wir ab. Ich habe da sogar den originalen Fahrplan ÖBB-Ausdruck hier liegen. Mit den ganzen Nordbahnlinien. Ich sehe da gerade, da gibt es eine von Gänserndorf dann über Oberweidenmacheck nach Bratislava. Das wäre interessant. Das wäre dann, glaube ich, nicht mehr so weit, aber wäre genial, wenn man das Stück noch fahren könnte. Oder dann nach Przeslaw weiter. Ja, bitte, liebe deutsche Kollegen, wenn ihr den Nordbahn fährt, bitte sagt es nicht Břeclav. Da wird man schlecht. Das ist tschechisch und heißt Břeclav. Ich habe da schon mehrere Videos gesehen von Kollegen von Deutschen, die. Ja, Břeclav. Okay, gut. Ich schreibe es dann eh immer dazu, wenn es mir auffällt. So, kurz vor Drösing. Müssen wir wieder runter auf 120. Ein schöner Wind da oben, wenn man sieht, wie schnell die Wolken vorbeifliegen. Und wieder ein Alpenstaubsauger. Er macht wirklich ein Geräusch mit Staubsauger. Diese Lok, diese L44, 1044, L44. Das war der Nachfolger von der 1042, die damals eigentlich eine Standardlokomotive war. Bleibt es dann bei den 120 bis kurz vor Bernhardsthal. Ja, haben wir doch schon. Ja, das ist schon von den Vordrücken, aber ja. Jetzt hat er geschlafen, der Robert. Samt.
dazu. Wahnsinn, wie das Ding bremst. Schau mal. Na, perfekt. Na, das war jetzt. Aber ich hätte nicht geglaubt, dass wir jetzt dazu stehen kommen. Wirklich. Aber ja. Ich weiß auch nicht, ob das in der Wirklichkeit ist, ja schon so, wenn man mit Sand eine Bremsung unterstützt, dass man wesentlich mehr Bremsleistung hat. Aber im Simulator weiß ich nicht, ob das wirklich nur so ein bisschen Rauschen ist, ob da wirklich die Verzögerung rascher ist. Kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen, wirklich. Das, aber bitte. Ich habe halt mit Sand jetzt unterstützt und ja, irgendwie. Wir wollten dann wieder in die Notbremsraste gehen, weil ich vorher bei einem Versuch der Aufnahme habe ich dann nur Störungen gehabt auf dem Ding, warum auch immer. Plötzlich Signale, die nicht auf Halt stehen dürften, laut meinem Szenario auf Halt waren und dann irgendwie mitten in der Strecke eine Zwangsbremsung bekommen, aus irgendeinem Grund, ja. Aber da haben wir jetzt vermieden, in die Notbremsraste zu gehen, also ganz nach hinten, weil es war ich schon fast am Anschlag, aber. Und jetzt wäre es ein bisschen blöd auf den letzten Metern da noch irgendwie, weil dann muss man alles von vorne wieder machen. Das ist natürlich nicht sehr produktiv, sage ich mal. Ne? Ich fahre wirklich gerne, es macht mir auch Spaß. Ja. Es macht mir auch Spaß, Videos zu machen. Aber wenn es dann 10-mal von vorne anfangen muss, wird es ein bisschen mühsam. Und durch den Umstand, dass ich noch nicht wirklich so fit bin, also ist dann das halt auch umso schwerer. So, Hohenau. Wir sind schon fast durch. Hohenau, Ravensburg und dann haben wir schon Bernhardsthal. Leider können wir nicht rüberfahren nach Spreeslav. Ich habe vielleicht ein tschechisches Bier mitgenommen. Natürlich für zu Hause dann. Am Führerstand gibt es natürlich keinen Alkohol. Im Gegenteil, wenn wir jetzt meinen braunen gekühlten, zuckerfreien Saft da reinwerfen. Ihr kennt es sicher. Zwei Wörter, beide beginnen mit C. Also Kaffee ist es nicht. Aber das ist mir im Spital auch gegangen. Boah. Der Automat so weit weg und ich konnte nicht wirklich gehen. Und dann zufällig eine Bekannte getroffen, die mir dann eine Flasche gebracht. Boah, das war Wahnsinn. Das war man wird dann so bescheiden, ja, das glaubt man nicht. Da ist oft eine Kleinigkeit, was man zu Hause nicht beachtet, ist vielleicht dort viel wert. Man muss aufpassen, dass ich mich nicht verplapper, hole noch. Naja, über 2 Kilometer noch lassen wir rollen. Wir sind im Plan, soweit ich sehe, ein Alpenstaubsauger, wieder mal. 17.36 Uhr müssen wir weg. Was haben wir da? Ist da was gelb? Ja, wieso ist da was gelb? Nicht schon wieder. Eigenartig,
Ich habe da immer wieder haltzeigende Signale. Schau, das ist der Tausender. Ja. Ich gehe mal jetzt auf 40 Euro. Ich weiß nicht, warum ich da. Ich bin das jetzt, glaube ich, schon, ich sage mal, 10-mal gefahren. Aber nur wegen dem Gegenverkehr und so. Und komischerweise, jetzt macht es Spampanalen. Es blinkt ja nicht, das ist ja überall. Normal müsste es ja leuchten, der 85er. Tasten geht gar nicht. Ich werde jetzt sicher einmal speichern. Weil so. Somit kann ich, wenn wir jetzt rausfliegen, kann ich dann nochmals beginnen. Ich habe aber, ich hätte da keinen Zug aufgestellt. Wir müssten jetzt geradeaus durchfahren. Weil dann kämen wir ja nach Ravensburg. Ne? Ja, es kann nicht sein, dass ich vielleicht ein bisschen in der Müdigkeit und Nervosität was falsch gemacht habe. Wenn, dann bitte macht mich darauf aufmerksam. Ich bin auch nicht hundertprozentig. Wir fahren jetzt einmal in Hohenau ein, machen den Fahrgastwechsel und schauen einmal, was die Ausfahrt sagt, signaltechnisch. Aha, schau, jetzt ist er weg, der Tausender. Wieder. Aber warum da jetzt gelb war, war es kein Mensch. Na, ist schon wieder da. Ne? Vielleicht beleidigt, weil ich gesagt habe, das wird Zeitbomben. Gell? Was ist da vorne? Das ist da, das Signal. Warten wir mal auf den Zug. Schau, Wechselblinken. Gut, wieder runter auf die 40. So. Okay, das hätten wir mal. Schaut auf das Signal. Ja, das ist der Train-Simulator. Das ist
Einmal geht's, dann geht's wieder nicht. Das ist ein Horror, wirklich. Es ist nur wichtig, dass die User immer wieder was kaufen und zahlen, aber am Programm selber, dass man da was ein bisschen updatet oder was. Es ist ja auch dieses Programm zum Erstellen von Strecken und Szenarien, ja. Das hat ja immer wieder Bugs, immer wieder, ja. Da hast du Sachen dabei, da kannst du irgendwas nicht anklicken. Startest dreimal und dann geht's wieder, ja. Also ich finde das total arg. Nächster Halt, nein, da ärgere ich mich schon, liebe Freunde, weil für mich ist das ein bisschen Abzocke, ne. Vielleicht kann TTG einmal irgendwo ein bisschen nachbessern am ganzen Programm, am ganzen System, weil es ist noch immer, sofern ich weiß, der beliebteste Simulator. Train Sim World ist zwar grafisch ein bisschen besser, aber ich glaube, von den Fahrzeugen, zumindest für uns Österreicher, da sind wir Stiefkind bei Train Sim World. Da gibt es im Train Simulator viel, viel mehr, und dank unseren Freunden von Railworks Austria haben wir auch sehr viele österreichische Modelle und auch viele, viele österreichische Gratis-Modelle im Forum. Also da auch ein großer Dank an die Entwickler, muss eine Riesenarbeit sein. Aber wirklich wunderschöne Lokomotiven, die teilweise viel, viel schöner und besser und aufwendiger zu bedienen sind wie Kauffahrzeuge. Ja. Also das ist genial, jetzt wieder die 1245. Also so eine schöne Maschine, auch die 10-10-11-10. Ja. Als Kind bin ich mitgefahren mit einer 2076, durfte da ein Stück selbst fahren. Ja. Also sowas von geil, dass es die im Simulator gibt. Wie gesagt, nur das Programm ist immer das Stiefkind, nicht? Weil da tut man nichts. Der ganze Editor ist ehrlich gesagt zum Schmeißen. Das ist, passiert einmal was, dass du irrtümlich einmal zwei Züge auf selbe Gleis stößt, zeigt er dann Fehler an, dann korrigierst das, aber der Fehler wird noch immer angezeigt. Das ist, dauert ewig, bis der WKW ist. Es ist wirklich mühsam. Es ist, so gerne ich das mache, aber das sind so, wie wenn man einen Prügel vor die Füße schmeißt. Ne? Ravensburg. So, jetzt habe ich mal ein bisschen auslassen über das Ganze. Man, wie gesagt, meine Meinung. Aber ich glaube, wir können da auch nicht viel ändern. Ja, das ist dann schon die vorletzte Station. Ist eigentlich schnell gegangen, bis auf ein paar Kleinigkeiten auch schön gegangen. Wann sollte man ankommen? Um 44. Ah ja, ein bisschen. Aber das ist die letzte Station, da ist es eigentlich wurscht. Der Tscheche würde sagen, Schätzko, hätte noch. Ja, Przeslav wäre schön zu fahren, da auch vielleicht Prag oder so. Ich sehe es ja ein, es dauert ja oft sehr lange Zeit. Jedes Detail muss ja da einzeln, jeder Strauch, jeder Busch, das muss ja, also
Arbeitszeit. Ich kenne es vom EEP, nicht? Von diesem Eisenbahnsimulator. Also, da geht Stunden drauf. Und was du das wirklich gescheit machen willst, dass das halbwegs gut ausschaut, dauert es ewig. Nicht? Stell mir schon vor, so eine Strecke in dieser Länge, das muss ja. Das ist im EEP, ist das nicht so lang. Nicht? Man kann es halt so lang machen, aber es ist. Dann ist es nicht mehr fahrbar, weil es nicht mehr ruckelt. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ist da jeden Strauch sitzt. Das ist eine Strafarbeit eigentlich, wenn du das nimmst. Das ist. So, wir kommen schon langsam unserem Ziel entgegen. Und diesmal hier haben wir das Doppelgelb sogar absichtlich, weil ja das nächste Signal auf Halt steht. Entschuldigung. Danke mich auch bei euch und hoffe, dass ihr bald wieder auf meinem Kanal hier seid. Wünsche euch noch eine schöne Zeit, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, euer Robtrain, euer Robert, und eins verspreche ich euch, das nächste Video kommt schon in ein paar Tagen. Also bis dahin, eine schöne Zeit. Wir machen noch eine kleine Außenansicht, einen letzten Blick auf unseren schönen Zug. Ja, wir sind heute eine ganz schöne Strecke gefahren. Und jetzt kommt aber keine Schlussmitteilung. Und warum? Ah, gut. Es ist zwar nicht vollständig, aber wir haben die Fahrgäste gut nach Bernardsthal gebracht. Alles andere ist Schätzko jedno. Baba, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Wien.